Wir werden hier gemeinsam in den kommenden knapp 2 Stunden viele wirklich sehr innovative Anwendungen aus der Praxis kennenlernen. Wir haben die so zusammengestellt, dass Sie aus einzelnen Blickrichtungen, aus einzelnen Branchenperspektiven direkte Hinweise mitnehmen können, was Sie vielleicht auch in Ihrem eigenen Unternehmen, in Ihrer eigenen Behörde vielleicht auch an innovativen Diensten und Services mithilfe der eIDAS-Verordnung einbinden können. Für den ersten Beitrag freue ich mich jetzt sehr auf Christian Popp von Helaba Invest, der uns die Anwendung der digitalen Signatur im Fondsmanagement, schweres Wort, näher bringen wird. Und vor allem da auch aus den sehr praktischen Erfahrungen im Umgang mit dem digitalen Transformationsprozess und der Transformierung im Unternehmen selbst berichten wird. Herr Popp ist seit 2001 in der Geschäftsführung der Helaba Invest verantwortlich für die Bereiche Fondsbuchhaltung, Client Service, Risk and Reporting und EDV-IT. Herr Popp, ich freue mich, dass Sie da sind und übergebe das Wort gern an Sie. Ja, vielen Dank für die freundliche Anmoderation. Die digitale Signatur im Fondsmanagement ist ein Thema, was sich in der Branche noch nicht so stark durchgesetzt hat, auch wenn es schon seit 20 Jahren existiert. Das liegt auch ein bisschen daran, dass das Middle- und Backoffice in den Fondsverwaltungsgesellschaften durchaus noch Potenzial hat zur digitalen Optimierung. Ich selber bin seit 20 Jahren hier in dem Bereich tätig und habe das Vergnügen, demnächst auch in Rente gehen zu können. Insofern freut es mich sehr, wenn ich Ihnen hier nochmal ein paar Themen näher bringen kann. Unser Investmentprozess, wir legen Gelder an für institutionelle Anleger, also für Versicherungen, Versorgungswerke, Banken oder andere Unternehmen, die Geld anzulegen haben. Der hat einen Front-Office-Teil, dort werden die Kunden gemanagt, es werden die Produkte, die Geldanlageprodukte kreiert und das Portfolio-Management ist der Kern dieser Tätigkeit. Dort wird die Anlageentscheidung getroffen. Sie können sich das Ganze so vorstellen wie ein etwas größeres Portfolio. Nach der Transaktion gehen die dann den Käufen oder Verkäufen, gehen die ganzen Geschäfte dann in ein sogenanntes Middle Office und werden im Investment Controlling nochmal auf ihre Zulässigkeit geprüft, weil das geht alles sehr streng zu. Da darf auch nicht herumgezockt werden. Deswegen sind die Anlagerichtlinien ganz entscheidend auch zum Schutze des Anlegers. Und im Backoffice werden dann die Positionen geführt, es werden die Geschäfte abgeglichen mit den Verwahrstellen und natürlich wird der NAV, also der Fondspreis, berechnet. Das Ganze geht dann weiter in ein internes Reporting oder auch ein Kundenreporting, Meldewesen und andere Themen. Das wäre so in einer Nutshell sozusagen die KVG. Der Digitalisierungsprozess hat zum Ziel nach wie vor die Ablösung papiergebundener Prozesse. Wir haben schon sehr lange Listen, die früher aus großen Druckern kamen, elektronisch in einem Archivsystem versenkt. Aber auch hier geht es darum, die noch vorhandenen papiergebundenen Prozesse immer weiter zurückzudrängen und zu digitalisieren. Die Erhöhung der Transparenz im ganzen Management der Verträge eines Fonds ist ein ganz wesentlicher Punkt und auch die Konformität zur Compliance, dass also jederzeit klar ist, welche Regeln gelten und vor allen Dingen die Beschleunigung der papiergebundenen Prozesse. Sie können sich vorstellen, wenn Verträge einmal in der Republik herumgeschickt werden, das kann schon Wochen dauern und dabei sollten sie typischerweise immer schon gestern in Kraft getreten sein. Und dieses Risiko zu verringern, hilft die digitale Signatur. Wir haben dann analysiert, wo haben wir bisher Unterschriftsprozesse im Unternehmen und das waren schon einige. Manche sind aufsichtsrechtlich erfordert, wenn Erklärungen der Gesellschaft abgegeben werden, Meldungen gemacht werden. Verträge grundsätzlich bedürfen sowieso der Schriftform und viele andere Informationen, Aufträge auch im Wertpapiergeschäft werden dann typischerweise aus Compliance-Gründen auch unterschrieben. Und dann gibt es im Wesentlichen Unterschriften, die auf Personen von Personen ausgeführt werden, aber auch natürlich unternehmensbezogene Siegelungen oder Unterschriften. Wir haben uns dann bei der Zuordnung der Prozesse im Wesentlichen für die qualifizierte elektronische Signatur und das qualifizierte elektronische Siegel entschieden. Nach dem Motto, wenn, dann machen wir das gleich richtig, weil die haben dann auch durch die Gesetzgebung die Kraft der Unterschrift und damit auch eine weitreichende Geltung. Wir haben dann uns überlegt, wenn wir es so einführen, dann machen wir gleich die
personenbezogenen Unterschriften über die qualifizierte elektronische Signatur. Und damit ist auch der Anwender entlastet und muss nicht ständig überlegen, was er jetzt für eine Art der Unterschrift zu leisten hat. Wir haben klassischerweise A- und B-Unterschriften, wie es in vielen Häusern üblich ist. A unterschreibt mit A oder A mit B. Und die Kolleginnen und Kollegen sind dann alle für die Signatur freigeschaltet worden. Und es war uns sehr wichtig, dass wir keine großen Hard- oder Softwarekomponenten im Haus haben, sondern dass das Ganze über einen Fernsignaturdienst abgewickelt werden kann, weil wir sehr stark unsere ganzen Server und unsere Dienstleistungen sehr stark in die Cloud bewegen. Und dann ist es natürlich gut, wenn möglichst wenig in den Rechnerräumen zurückbleibt. Wir haben dann darüber hinaus noch ein HI-internes Verfahren zur Authentifizierung, zur Zulassung weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das können wir intern machen. Dann geht das Onboarding neuer Signierer auch sehr schnell. Für die firmenbezogenen Unterschriften haben wir dann das elektronische Siegel eingesetzt. Wo haben wir zum Beispiel im Moment so Meldefälle? Zum Beispiel an unsere Aufsicht, die BaFin, die haben wir immer bisher die Sachverhalte dann als Word-Datei erstmal wunderschön ausformuliert, schon auch als standardisierter Brief. Dann wurde es ausgedruckt und dann setzte eine rasende Suche nach zwei unterschriftsberechtigten Geschäftsführern ein, weil die Regelung ist die, BaFin ist die Aufsicht, das wird immer dann von zwei Geschäftsführern feierlicherweise unterschrieben und dann wurde manuell unterschrieben und dann, weil es dann plötzlich die Zeit drängte, schnell noch mit dem Kurier zur BaFin gebracht. Gut, in Frankfurt nach Frankfurt Nord ist jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem, da ist immer ziemlich viel Druck auf dem Kessel und Meldeversäumnisse möchte man sich als Geschäftsführer nicht vorwerfen lassen. Jetzt durch die qualifizierte elektronische Signatur können wir im Grunde genommen aus allen Lebenslagen heraus signieren. Das ist voll remote-fähig, ist auch jetzt in Corona extrem praktisch, hat sich bereits sehr bewährt. Wir haben eine kleine Applikation, dort wird das Dokument physisch oder optisch angezeigt, so das PDF-Dokument beispielsweise, und man setzt rein optisch auf dem Dokument die Unterschrift dann an die Stelle, wo es optisch schön passt, aber das ist eigentlich nur ein schöner Gimmick und unterschrieben wird dann aber elektronisch. Und dieses Dokument, was jederzeit nachvollziehbar ist, wird dann an die BaFin versandt. Kleines Gimmick noch, das geht über ein gesichertes Postfach, weil die BaFin möchte nicht ständig mit Spam-Mail zugeflutet werden. Insofern ist da auch nochmal ein gesicherter Versand drinnen. Und dadurch haben wir auch den Nachweis des Eingangs dann schließlich bei der BaFin. Der nächste Fall ist, wenn wir für die Fonds Verträge abschließen, Fondsmanagementverträge mit Asset-Managern, mit Verwahrstellen, mit den Kunden. Dann werden natürlich anfänglich ganz normal die Verträge und auch die dazugehörigen Anlagen verhandelt. Und bisher wurden sie dann in Dateien ausgedruckt, dann unterschrieben und dann wurden diese Papierexemplare weitergesandt, damit die anderen, sind in der Regel Dreierverträge, also Kunde, KVG und der jeweilige Geschäftspartner, mussten dann so eine Art Umlauf machen. Jeder hat meistens zwei Unterschriften und dann konnte es schon mal dauern. Und das war deswegen sehr schmerzlich, weil in der Regel, wenn der Anleger sich entschieden hat, bei uns Geld anzulegen, dann will er es aber auch gleich tun und nicht noch irgendwie 6 Wochen auf einen Unterschriftsumlauf warten. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn das Ganze schon gestern beginnen sollte, aber eben noch nicht alle unterschrieben haben. Jetzt ist es sehr viel einfacher. Wir haben die gleiche Datei im Grunde genommen, die wird elektronisch unterschrieben und das funktioniert auch remote sehr gut. Auch viele unserer Gegenparteien können erfreulicherweise auch schon qualifiziert signieren. Und wenn alle Stricke reißen, kann natürlich die Gegenpartei, was sie früher oft auch per Fax gemacht hat, ihre Seiten unterschreiben und uns dann zurückschicken. Dann haben wir so ein Hybrid. Ein Teil ist elektronisch signiert und der andere Teil ist dann noch im guten alten Fax. Ist jetzt wirklich nicht der Brüller, aber damit kriegt man am Ende doch alle zur Unterschrift. Und der Umlauf per Mail, Sie können das auch jederzeit per Mail versenden, ist auch völlig unkritisch, weil da müssen Sie nicht irgendwie großartige Sicherheitsvorkehrungen treffen, denn die Dokumente können auch nicht mehr verfälscht werden. Was sonst natürlich beim Mailversand, gerade wenn Sie Word verschicken würden, schon ein Problem sein kann.
Der andere Teil sind die sogenannten Anlagerichtlinien. Dort ist festgelegt, was darf gekauft werden, was darf nicht verkauft werden, wie viel Risiko darf man in einem bestimmten Mandat eingehen, Aktien, Renten, Laufzeiten und so weiter. Die werden natürlich auch als Anhang an den Fondsvertrag erarbeitet und dann musste man die natürlich auch, ähnlich wie den Vertrag, auch mit umlaufen lassen. Und das Problem war natürlich, die wurden immer mal wieder angepasst. Da gab es was, was man dann plötzlich nicht mehr haben wollte oder etwas, was man neu erschließen wollte. Und das sollte dann immer recht schnell gehen und dann ist so ein Papierumlauf auch eher eine anstrengende Angelegenheit. Und das haben wir jetzt über die Siegelung auch per E-Mail-Umlauf ermöglicht. Damit ist sozusagen das Maximum der Geschwindigkeit erreicht. Ja, wie nutzen wir aktuell die Signaturdienste? Wir nutzen einen Fernsignaturdienst von der Swisscom, haben dazu ein webbasiertes Frontend und machen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung über die Smartphones. Das heißt, immer wenn Sie sich dort bei dem Frontend angemeldet haben und etwas signieren möchten, kriegen Sie auf Ihr Smartphone entweder eine SMS oder Sie kriegen über eine App dann die Freigabe avisiert. Und damit ist sichergestellt, dass nicht nur jemand Ihr Passwort und Zugang kennt, sondern auch noch zufälligerweise Ihr Smartphone bedienen kann. Und damit ist eine sehr gute Sicherheitsstufe erreicht. Das ist mittlerweile absoluter Standard. Beim Siegeln ist es etwas einfacher. Das ist eher eine einseitige Erklärung. Dort wird mit einer Smartcard, einer Siegelkarte aus einem Siegelserver heraus ein entsprechendes Siegelzertifikat erzeugt und dann in die zu siegelnden Dokumente integriert. Und das Ganze läuft dann auch in ein Archivsystem hinein. Das ist aber eine Verarbeitung, die sozusagen im Batch dann erfolgt. Da muss dann niemand von Hand sozusagen etwas machen. Und zur Validierung haben wir noch einen Validierungsserver, der auch mit dem Archiv integriert ist. Ja, was macht die SignLive-Anwendung? Die erlaubt es hier über eine Web-Applikation auch sehr unabhängig von Installationen auf irgendwelchen PCs agieren zu können. Die ist von überall erreichbar, wenn es so administriert ist. Können Sie mit der Signatur, mit Siegel oder Zeitstempel arbeiten. Sie kriegen auch die Fernsignatur mit dem Hashwertverfahren hin. Das heißt, Sie haben dadurch eine sehr hohe Sicherheit, gleichzeitig auch einen extremen Komfort in der Nutzung. Also unterschreiben quasi am Bildschirm. Und das ist schon für die Abläufe extrem angenehm. Das können Sie auch nebenher machen, können auch nebenher noch was anderes machen, also beispielsweise bei einer Konferenz zuhören und nebenher nochmal schnell 2, 3 Signaturen leisten. Ging in Papierform auch, ist jetzt aber noch wesentlich einfacher. Ja, ansonsten werden die klassischen Formate unterstützt und es ist eine sehr vielseitige Anwendung. Hier nochmal ein kleines Schaubild, eine kleine Grafik, wie das Ganze zusammenwirkt. Sie sehen links oben den Nutzer mit seinem Desktop, Tablet, Server oder Smartphone. Das ist die Umgebung, in der er signiert. Er greift dann, nachdem er sich authentisiert hat, auf die Anwendung zu, die dafür sorgt, dass das Dokument zu dem Validierungsserver geleitet wird. Der wiederum errechnet einen Hashwert und liefert den an das Fernsignaturmodul. Das muss natürlich alles entsprechend abgesichert sein. Von dort kommt der Hashwert der Signatur, der Zertifikat wieder zurück und wird dann an das Dokument sozusagen drangehängt oder ist mit dem Dokument verbunden. Und dieses signierte Dokument geht dann wieder zum Beispiel zur Ansicht oder zum Download an den Anwender und der kann dann entscheiden, wie er es weiterleiten will oder wo es abgelegt werden soll. Da ist er dann völlig frei, weil er kann das aus der Anwendung dann gesiegelt oder signiert wieder herunterladen. Und zum konkreten Anbringen des Siegels muss er sich eben nochmals authentifizieren. Das ist dann links unten dargestellt, entweder über eine App oder über ein TAN-Verfahren mit einer mobilen TAN. Das ist also das Verfahren, das bei uns für die Fernsignatur genutzt wird. Und sehr ähnlich sieht es dann auf der nächsten Seite aus. Da haben wir dann den Siegelservice mit Anbindung an DOCSIS. DOCSIS ist unser Archiv, Dokumentenmanagementsystem. Auch da sitzt der User vor seinem Bildschirm und hat ein
Dokument, was archiviert werden soll. Und das wird dann eben durch den SignLive-Server dann mit einem Siegel versehen. Und das ist wiederum eine Implementierung. Da steht allerdings noch so eine Kiste bei uns im Keller, immer im Serverraum, weil da ist dann die Karte enthalten, die Signaturkarte, die auch entsprechend weggesperrt ist und vertraulich behandelt werden muss. Und damit erhalten Sie dann auch ein signiertes bzw. gesiegeltes Dokument, was dann in dem Archivsystem abgelegt wird. Das ist also mehr so, um den Dokumenten einen sauberen Zeit- und Authentizitätsstempel aufzudrücken. Ja, vielleicht zusammenfassend. Was haben wir gemacht? Wir haben die elektronische Signatur sehr zügig mit dem Partner Intasys, den wir schon länger kennen, eingeführt. Kleines Gimmick am Rande. Als Tochter der Hellabar hatten wir, nachdem die Hellabar schon ein halbes Jahr ein Proof of Concept gemacht, dann die Einführung durchgezogen und die waren immer noch nicht mit dem Proof of Concept fertig. Und es hat auch nur einen Bruchteil der Kosten verursacht. Also es geht sowas sehr, sehr schnell. Sie müssen nicht viel Blech-Hardware oder komplexe Softwarepakete erwerben. Wir haben verschiedene Signaturklassen und eine sehr hohe Benutzerakzeptanz. Das war jetzt insbesondere bei Corona-Klasse, weil wir waren plötzlich im März zu 95% remote und dann war nichts mehr mit Unterschriften, weil jetzt kaum einer Lust gehabt hätte, in das Büro zu fahren, um da irgendwas, was auch im Umlauf sein könnte, zu unterschreiben. Deswegen hat das bei allen große Begeisterung hervorgerufen. Wir unterschreiben auch andere Verträge, Lieferantenverträge und andere Dinge. Selbst Mitarbeiterverträge haben wir jetzt mit elektronischer Signatur versehen. Fanden die Leute auch ganz cool. Das ist wenigstens mal ein etwas moderneres Zeichen. In die Anwendungslandschaft ist es sehr gut integriert und weitere Mitarbeiter können wir jederzeit selber dann integrieren und onboarden. Auch das ist sehr, sehr einfach. Und von daher ist es eine kleine, feine Anwendung, mit der wir sehr viel Freude und Flexibilität haben. Ja, soweit aus meiner Sicht sozusagen der Schnelldurchlauf. Jetzt die Frage, möchten Sie noch die eine oder andere Frage loswerden? Ich hätte, glaube ich, eine kurze Frage, die wir jetzt schaffen. Ansonsten, liebe Teilnehmer, steht Herr Popp auch danach noch über die Plattform zur Verfügung, damit Sie ihn direkt kontaktieren können. Aber vielleicht zwei Punkte. Ich finde es ganz wichtig und auch also großartig, dass Sie das Wort Digitalisierungsstrategie gerade in Ihrer Zusammenfassung drin hatten, weil ich denke, Ihr Vortrag und insbesondere die verschiedenen Anwendungsszenarien, die Sie auch beschrieben haben, zeigen, dass die eIDAS-Mittel eigentlich ein Baustein sind in der Digitalisierungsstrategie. Also sehr schön, das auch so von Ihnen zu hören. Und das aber vielleicht noch meine kurze Frage. Sie haben ja am Anfang beschrieben, diese Meldeprozesse hin zur BaFin, ne, war früher alles papierbasiert, sehr langwierig. Haben Sie eine Schätzung, wie lange der ursprüngliche papierbasierte, ne, also Unterschriftenlauf und dann das Hinsenden der Papiere gedauert hat zur BaFin im Vergleich zu dem, sag ich mal, zu dem Zeitraum, den es jetzt benötigt, wenn man es digital abwickelt? Also digital sind Sie in einer Stunde durch, locker. Und sonst waren das 1 bis 2 Tage und blöd ist halt, wenn dann eine Frist droht. Und dann wurde es halt einfach hektisch und dadurch unnötigerweise Stress behaftet. Die Umläufe von Verträgen, 3 Parteien, können Sie locker mal 6 Wochen rechnen, weil irgendeiner lässt irgendwas immer liegen. Und das ist also absolut ätzend. Sie wissen auch gar nicht mehr, wo das Ding ist. Sie müssen ja dann hinterher telefonieren und wer weiß schon, an wen er jetzt das Dokument weitergeleitet hat. Also die Prozesse sind dadurch deutlich schneller geworden. Sie kriegen das innerhalb weniger Tagen dann hin. Schön. Ich glaube, der Vergleich macht eigentlich nur allzu deutlich, wie einfach und wie viel besser der Prozess am Ende des Tages tatsächlich ist. Vielen Dank für diese Einblicke, Herr Popp. Wie gesagt, liebe Teilnehmer, Herr Popp steht noch für Fragen zur Verfügung. Und da Sie ja gerade auch Ihren entsprechenden Partner Intasys erwähnten, Intasys auch als Partner vom eIDAS Summit dieses Jahr, erreichen Sie natürlich auch über unsere Partner-Area. Also vielleicht können Sie da entsprechende Fragen auch nochmal gut verknüpfen.